Willkommen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assetto Corsa. Dabei ist der Asiate Enno. Hallo. Und wir fahren heute zwei Leistschüsseln. Den Mazda LX5. Gott, er macht ernsthaft auf Chinese. Ich bin weg. Hallo, wir fahren einen Mazda RX5. MX5, nicht RX. MX5, ja. RX5. Sag mir bitte mal das Modell. Gibt's den überhaupt? RX5? Moment, RX5? Ich kenne den RX3. 7. RX7. Den 3er und den 7er. Das 7er ist das langgezogene Coupé. Und der 3er ist der Dreitürer, der Sportwagen. Ja. Ja, MX5 ist ja auch schon Sportwagen. Mhm. Aber ich hab. Weißt du? Nee. Ich bin kein Mazda-Freund, weil Asiaten sind. Also, ne, Asiaten habe ich nichts gegen. Ich mag Toyota und Honda und Subaru. Ja, wobei, nein, eigentlich nur Toyota und Honda. Mazda ist halt so. Ich meine, guck mal, dieser Wagen wiegt 1000 Kilo höchstens. Und? Ja, aber die haben doch keinen Komfort und keine Stabilität. Kein Komfort, keine Stabilität? Das wollen wir ja mal rausfinden. Ja, okay, können wir machen. Hier auf den Ölbuchring. Wirklich. Du dich selber. Verkehrsraudi, Montagsfahrer. Schade, dass man keine unterschiedlichen Hupen hat. Da könnte man Konzert veranstalten. Aber wirklich bei jedem Auto vor allem. Aber, Leute, wir sind jetzt hier 2 Minuten auf der Strecke und haben noch nicht losgefahren. Würde ich sagen, beschleunigen wir die. Klein. Ja, keine Ahnung, wie viele PS das sind. Der wird schon ein paar unter der Haube haben, so ist es nicht. Ja, das Ding ist, ich habe die Datensetzer zwar neben mir, aber das habe ich schon in der Präaufnahmephase gesagt. Ich bin enttäuscht, dass wir zwar die Modellreihe wissen, der MX-5 ND, aber nicht welches Modell genau, welche Motorisierung. Gibt vielleicht nur eine. Nee. Also ich sehe hier alles, vom 1.5 bis zum RF 2.0. Die unterscheiden sich auch von. Moment, jetzt kommt eine Kurve, das ist schlecht. Moment, da kommt eine Kurve, das ist jetzt schlecht. Und schon bin ich so vorbei. 131 bis 184 PS. Und diese 53 PS Unterschied machen bei einem Leergewicht von einer Tonne echt eine Menge aus. Ja, da könnte selbst ich mit meinem Privaten nicht mithalten. Da habe ich knapp 900 Kilo und habe nur 80 PS. Das ist halt 80 PS zu 900 Kilo ist ein ganz anderes Verhältnis als in der Mindestmotorisierung 134 zu 1000. Ja. Ne? Ich meine, rechne mal, was ist das für ein Verhältnis? Wie viel das PS pro Kilo? Das sind bei mir etwas über 11 PS pro Kilo. 890 Kilo wiegt man dann leer. 890 Kilo. Moment, wir wissen Kilo pro PS, so ist es sinnvoller zu rechnen. 890 Kilo mit 80 PS hast du, ne? Genau, dann. Ja, das ist nicht 11 PS, das ist 11 Kilo pro PS. Ja, genau, das ergibt Sinn. Ja. Ja, 11 Kilo pro PS. Hm? Ne? Was ich sagte, 11 PS pro Kilo, da war ich ja aber sowas von weg mit meinem. Da könnten Königsegg 1-to-1 ja einpacken. Ja, ja. Das ist wahr. Wobei ich erstaunt bin, wie langsam dieser hier beschleunigt. Also ich finde, das ist so, man hat das Gefühl, der kommt nicht aus den... Aus den Pötten. Aus den Pötten, genau. Der sieht schön aus von außen. Also ich finde, mittlerweile geht das. Die alten MX-5 Modelle so... Ja, die hast du angeguckt und die sind schneller kaputt gegangen als ein Trabi.
Ja, also, die waren ja auch nur dafür ausgelegt, die hoch zu tun, einmal auf 300 km/h zu bringen. Und dann tschüss nach Hause. Tschüss und nach Hause, am besten noch im Sorg. Ja, ja. Sag mal, hat dein. Du hast doch auch den Monitor im Display, ne? Genau. Ja, bitte. Welche Uhrzeit zeigt der bei dir an? 13:06 Uhr. Und wie ist dein Akkustand? Voll. Ja, nicht voll. Ich glaube ein Drittel runter. Ja, dann habe ich zufälligerweise gar exakt das gleiche. Hast du auch volle Verbindung anliegen, 5 von 5 Balken? Ja. Das war eigentlich auch mal interessant, ob es bei den Fahrzeugen dann, wenn man auf der Strecke unterwegs ist mit Tunnel, dann Einbruch in der Verbindung gibt. Boah, ich glaube nicht. Ja, glaube nicht. Die haben an viel gedacht, aber nicht daran. Ne, das sind auch solche Details, also die, das ist schon, also, ich glaube auch nicht notwendig. Nee, eigentlich nicht, solange du kein Radio im Auto hast, was funktioniert. Das stimmt. Aber wir haben keine GEMA gezahlt. Ja, wo gab's das denn? In welchem Spiel gab's denn ein funktionierendes Autoradio nochmal? Oder war das auch bei Test Drive Unlimited? Du hast in Test Drive Unlimited echte Radiosender, also in dem Sinne Radiosender mit Musik. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich gerne den klassischen gehört, so schräg sich's anhört. Ich habe nichts gegen diese Musik, also. Ich bin sonst einer, der sich mehr in die Richtung Rock und Metal interessiert. Ja. Jeder seine Fasson. Weißt du, was wir allerdings da. Doch. Wobei, das liegt nicht an diesem Wagen, das liegt einfach an dieser Kategorie Autos. Moderne Autos, die nicht übermotorisiert sind. Du kannst machen, was du willst, du kannst eigentlich nicht von der Strecke fliegen oder dich drehen. Genau, die sind eigentlich recht sanft, was das Fahrverhalten angeht. Ja. Also selbst wenn, ich habe mich jetzt hier mal gerade bewusst verbremst, dann geht er in sein ABS, dann macht er seinen ESP an, gibt mir noch eine zusätzliche Motorbremse und komm minimal nur von der Strecke ab. Das wäre doch ein Thema, das ist auch schön, weil ich habe nicht so viele Autodaten diesmal. Dann brauchen wir ein Gesprächsthema, nämlich Fahrassistenzsysteme. Na gut, in dem Sinne sind sie ja nützlich. Sie helfen einem, das Fahrzeug unter Kontrolle zu halten. Allerdings, beim Driften brauchst du sie nicht. Das ist richtig, die Frage ist, wer driftet im Alltag, ne? Ken Block. Ja, gut. Den kennst du ja nicht. Sagt mir nix. Ja, das ist einer, der macht Drift-Veranstaltung, beziehungsweise ist ein Rennprofi aus dem Bereich Drift und Gymkhana, was er ja selbst erfunden hat. Okay. Ja. Ich meine, das Problem ist, wir haben jetzt beide anscheinend die gleiche Meinung. Das ist bei einer Diskussion immer so schlecht. Ja. Wobei, aber wer auch noch querfahren würde, die Japaner. Ja. Nachts im Togo, Toge-Rennen im Gebirge. Ja, das stimmt. Das war doch noch bei Need for Speed Carbon drin. Was genau meinst du jetzt? Diese Toge-Rennen. Boah, kann und bei Race Driver Grid. Das habe ich nicht gespielt. Ach, Schande über dein Haupt. Ja, ich weiß. Ich habe die Vorgänge DTM Race Driver 3 gespielt. Aber den Grid dann nicht mehr. Warst du müde, was die Rennspiele anging, oder hat dich das... Ich glaube, ja. Es ist immer enttäuschend bei Rennspielen nach einer Zeit, wenn man, wie ich, nicht gut da drin ist. Ne, aber zu dem Thema. Gibt ja viele, so, nennen wir sie mal konservative Menschen, die dann bei Fahrassistenzsystemen immer sagen,
ja, ich fühle mich beschnitten und wenn ich ein guter Fahrer bin, brauche ich die gar nicht und in meiner Autonomie bin ich eingeschränkt. Ach, da sollen die netten Herren doch mal ein Auto aus den 70ern fahren. Keine Assistenz. Das Lenkrad hat nicht mal eine Servounterstützung. Ja. Du musst noch richtig zupacken. Ja. Da sind die nach 5 Kurven schon am Ende. Das denke ich mir nämlich auch. Das kann ich aus eigenem Leib ja, mal sagen. Aus eigener Erfahrung. Bei mir ist die Servolenkung mal während der Fahrt ausgegangen. Ja. Uha. Ja, da war das Bizeps-Training dann dabei, ne? Na klar. Wobei, das war zum Glück in der Stadt. Da konnte man noch recht schnell anhalten, den Motor mal neu starten. Das, Mann, wo wir das Thema vor den Aufnahmen hatten. Haben Sie versucht, das System neu zu starten? Gilt auch beim Auto. Stimmt. Ja. Bei der Elektronik, die heutzutage verbaut ist, stimmt das auch wirklich. Ja. Du fährst eigentlich einen Computer einfach nur durch die Gegend. Ja. Und ganz ehrlich, was ich dann sogar gar nicht verstehe bei diesen Leuten, ich meine, manche Systeme sind komfortabel, andere sind ja sicherheitsrelevant. Mhm. Ich rede halt gerne von dem VW Passat, den meine Mutter sich jetzt gekauft hat. Halt neuestes Modell, Neuwagen, alles drin, Business-Ausstattung. Und das hat halt solche schicken Sachen, Distanzregelung. Ja, gut. Oder Notbremsassistent. Das sind Sachen, da würde ich doch im Leben nicht auf die Idee kommen, mich beschnitten zu fühlen, sondern ich wäre froh, dass diese Dinger mein Leben und mein Auto retten. Und dein, ja, das Leben dein Auto, stimmt. Das, und das Leben der anderen. Mhm. Also. Ich meine, ich fühle mich doch nicht beeinträchtigt, wenn ich nicht mehr in meiner Stadt mit, keine Ahnung, 60 km/h fahren kann und alle 10 Sekunden vom Notbremsassistenten ausgenutzt werden, dann muss ich mir überlegen, ob nicht vielleicht an meiner Fahrweise was falsch ist. Wenn du mit 60 dauerhaft durch die Stadt fährst, dann hast du eigentlich nicht mal den Führerschein verdient. Ja, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Kriege ich die Rundenzeit noch auf unter 2 Minuten gedrückt? Ach Gott, ich bin auch bei 2 Minuten 5, wobei ich gerade eine, glaube ich, gute Runde habe. Aber das wäre auch so ein Ding. Ein direktes Anschlussthema. Was sind die schlimmsten Verkehrssünden, die Leute im Straßenverkehr begehen können? Drängeln und rücksichtsloses Überholen. Rücksichtsloses Überholen in welchem Sinne? Kann ich auch aus eigener Erfahrung wieder reden. Ich war mal einfach freitags nach dem Feierabend zum Entspannen noch ein bisschen unterwegs. Ja. Da gibt es bei uns, wenn man bei uns aus dem Ort fährt Richtung Chemnitz, eine richtig langgezogene Gerade und die ist nur, sagen wir mal, zwischendrin mit einer Kurve versehen, aber die ist auch richtig langgezogen. Ja. Ja, da war einer mit meinem Audi, also der hat so schon vor mir eingeschert, hätte ich nicht die Bremse betätigt, dann hätte es knallen können. Ja. Oder auch die letzten Tage, da ist einer aus einer Seitenstraße gekommen. Ich war auf der Hauptstraße unterwegs, musste auf die Eisen gehen, damit ich keinen Unfall dort baue. Ja. Das wäre aber für den schlimm geworden, weil das wäre ein ziemlich harter Verstoß gegen die Vorfahrtsregelung. Das macht einen Punkt in Flensburg plus Führerschein weg für eine gewisse Zeit, ich weiß nicht wie lang, plus ein ordentliches Strafgeld. Ja, plus die Vollkaskoversicherung wird sich über den neuen Schadensfall für Rabatz freuen, dass der wieder auf Null ist. Dazu. Also, ja. Nee, beim Überholen bin ich komplett auf deiner Seite. Drängeln. Klar, das ist schlimm. Aber ich habe festgestellt, wenn ich selber bedrängelt werde, dann in der Regel kann ich das wahrscheinlich gut wegstecken. Weil ich denke mir dann einfach, ja, ich mache denen dann halt einfach keinen Platz und guck nicht mehr in den Rückspiegel. Ja. So. So sagt eine Kollege, macht es auch immer, wenn hinter ihr einer ist, da drängelt. Wobei sie auch eine ist, die gern mal etwas dichter auffährt.
Ja, Abstand ist mir selber bei Fahren immer wichtig. So, das ist. Okay, dann mal etwas ab vom Thema. Die Kollegin, die das mit dem Drängeln gesagt hat, die hat auch gesagt, die hätte sich mit dem Arbeitskollegen mal auf dem etwas geraden Stück, was jetzt zwischen unserem Industriegebiet und der nächsten Hauptstraße liegt, mal so ein kleines, ich sag mal, Beschleunigungsrennen gegeben. Mhm. Als sie am Ende dort ankam, so kurz vor der Kreuzung zur Hauptstraße, waren sie bei 160. Oh. Innerorts. Ja gut, das ist ein bisschen zu schnell. Ein bisschen, ja. Ja. Nee, aber was ich tatsächlich mit am das Nervigste finde, was wahrscheinlich daran liegt, weil ich starker ÖPNV-Nutzer bin, ist, wenn Leute Kreuzung blockieren. In der Stadt. Wir haben so eine Straße, da musst du dir vorstellen, da kommt von rechts die Busspur und quert einmal die komplette Straße nach links. So. Und dafür ist halt eine eigene Busampel eingerichtet. Allerdings, also eine Busampel und dazu natürlich gehöre ich eine normale Autoampel, die auf der zu kreuzenden Straße ist. Aber anscheinend interessieren sich nicht viele Leute für diese Ampel. Da ständig jeden Morgen wirklich Leute auf dieser Busspur stehen und der da einfach nicht durchkommt. Ach Gott. Und ich finde das so. Weißt du, die müssen ja dann über Rot gefahren sein, weil ich glaube nicht, dass das Ampelphasendiagramm falsch läuft. Das riecht mich immer so auf. Weißt du, das sind genau solche Leute, die verursachen innerstädtische Staus. Denen bringt das gar nicht. Denen bringt das einen Vorteil von vielleicht null, wenn es hochkommt. Und die. Es riecht mich jedes Mal auf. Und das ist nicht nur bei solchen Sachen. Das ist auch bei normalen Ampelkreuzen, wo jemand sagt: Ah ja, ich krieg noch die kirschgrüne Phase mit. Übrigens mein Lieblingswort: Kirschgrün im Straßenverkehr. Ja, bei uns heißt das eher Taxigelb. Ja. Ja, passt auch. Und es bringt ihnen ja nichts, weil dann stehen sie halt auf der Kreuzung im Stau und nicht mehr vor der Kreuzung im Stau. So. Nee, das ist so, das riecht mich immer auf. Ja, aber nicht nur Autofahrer missachten die Lichtsignale. Es gibt auch genügend Fußgänger. Oh, da kann ich dir eine Geschichte von. Wann war ich jetzt beim Arzt? Das nicht war heute, sondern Montag. Ich glaube Montag war es. Diese Woche. Montag oder Dienstag. Ich bin ganz normal in Mainz über eine Kreuzung zu Fuß gegangen. Und dann hinter mir habe ich nur dumpfen Prall gehört. Jemanden fluchen hören, mich umgedreht, ja. Da ist jemand angefahren worden auf der Kreuzung. Ja. Das war wohl so, ich bin gerade noch bei Grün rübergekommen. Und der andere dachte sich, ja, kommt auch noch rüber. Ja, hinter mir halt ein älterer Mann, der ist dann eindeutig bei Rot rübergegangen. Der Autofahrer konnte nichts machen, weil der ist ja, ne, der hatte Grün. Ja. Und hat ihn halt komplett angefahren. Zum Glück anscheinend nur eine leichte Kopfverletzung. Ja, das ist aber noch. Ja, ja. Aber das Highlight bei der Geschichte war eigentlich, das Problem war, der Autofahrer, das war ein Dienstwagen, der wusste nicht, wo der Erste-Hilfe-Kasten ist. Okay, kann passieren, sage ich, ne? Wenn ich das Auto nicht kenne. Dann haben wir, weil wir sonst nur Passanten waren, einen Bus angehalten, der da lang fuhr. Weil die ja immer einen Erste-Hilfe-Kasten dabei haben, einen größeren. Ja. Alles gut, gibt uns den. Dann wirklich, vielleicht 2 Minuten wartet der. Dann kommt der Busfahrer zu uns und will dem Ersthelfer, der gerade den Typen behandelt, den Kasten wegnehmen, weil der weiterfahren will. Ich hab den noch angeschnauzt und gesagt, sag mal, da liegt ein Typ, der hat eine Kopfverletzung und du willst einfach weiterfahren? Das hat den nicht interessiert.
Das hat den nicht interessiert. Weißt du? Und dann, weißt du, wir haben den dann so alles eigentlich aus dem Kasten rausgenommen, damit der weiterfahren konnte. Ich dachte mir nur so, Alter, was gibt's für Menschen? Mhm. Also, ich erstmal natürlich auch dem Polizisten erzählt, der hat gesagt, ja, wir prüfen, das könnte unterlassene Hilfeleistung sein. Aber ich dachte mir so, Alter, der Fahrplan kann dir doch sowas von egal sein, denn nicht halt ein Mensch. Ja, aber das sehen die anders. Ja. Leider. Also da war ich, das hat mich so geschockt. Verbremst. Ja, ich habe gemerkt, bei der Schikane hat sich anscheinend auch verbremst, weil da so irgendein Plastikteil auf der Strecke liegt. Hä? Meinst du die Schikane nach Stadtziel? Kurz vor Stadtziel. Nee, ich habe mich gerade die erste Kurve nach Stadtziel. Okay. Nee, weil die direkt davor, da liegt halt so ein Plastikteil auf der Strecke. Hä? Musst du mal gucken, wenn du da gleich durchfährst. So ein rotes Pinöppelchen, so ein Polygon. Die letzte Runde verkacke ich gerade sowas von, aber die ich davor hatte, die ist deutlich besser geworden. Ja, ich bin froh, dass ich gar nicht so schlechte Rundenzeiten habe. Also, wahrscheinlich nicht so gut wie deine. Du bist unter 2 Minuten, nehme ich an. Genau. Ja. Ja, 1,58 sehe ich, oder? Genau. Deine Beste, ja, ich bin 2 Minuten 3. Und 5 Sekunden ist für den Wagen zwar immer noch eine gewisse Welt, aber trotzdem nicht schlecht. Ja, ja. Also ich finde, mit dem lässt sich halt auch einfach gut fahren. Also da musst du halt wirklich Stetigkeit zeigen, dann kannst du da, glaube ich, echt gute Runden machen. Ja, Stetigkeit, hör mir auf. Da denke ich nur an Gran Turismo. Die Ausdauerrennen. Ich habe Gran Turismo nie gespielt, leider. Ich habe nur einen Teil gespielt, den vierten. Ausdauerrennen waren das bis zu einem bestimmten Update noch so, du durftest die Konsole nicht ausschalten. Du konntest nicht speichern. Und dann fahr mal 24 Stunden Rennen. Ne. Doch. Als wenn du 24 Stunden dann wirklich fahren musstest. Ja. Na gut, vielleicht nicht 24 Stunden, aber du hast auf jeden Fall mehrstündige Rennen gehabt. Alter, das ist halt bescheuert. Ja. Wobei mich das gerade die Geschichte an. Kennst du 18 Wheels of Steel? Oh ja. Neben der Vorgänger Euro vom Trucks. ETS. Mhm. Ja. Die hatten einen Teil, ich weiß nicht welcher. Da konnte man nicht. Oh. Wobei, da konnte man nicht in den. Also während der Station. Zwischen den Stationen speichern. Okay. So, und jetzt fahr mal von New York nach Los Angeles in-game allein schon 4 Stunden, ohne nicht speichern zu können. Puh. Das fand ich auch übel. Oh ja, das ist mehr als übel. Aber ich würde sagen, der Wagen war am Ende, ganz leise und bedächtig sagen, gar nicht so schlecht. Als Nicht-Mazda-Fan fand ihn gar nicht so schlecht. Tatsächlich. Was mich mal interessieren würde, wenn ich hier. Obwohl, das sieht man eh gleich nicht mehr. Ah, weißt du was? Machen wir den Abmontieren. Genau. Ja. Das war's mit dieser Folge auf dem Nürburgring. Kompi. Kurze Strecke mit dem Mazda MX-5 und natürlich Enno. Mhm. Du musst jetzt Tschüss sagen. Ja, tschüss. Mach's gut, ciao.